In diesem Video möchte ich meine ersten Eindrücke zum neuen Andi-Uni-Erweiterungspack mit euch teilen, die ich in ungefähr 1,5 Stunden Spielen gesammelt habe. In diesem Teil zeige ich euch den Erstelle einen Sim-Modus und den Uni-Campus. Der zweite Teil beinhaltet dann den Baumodus und noch mehr Uni-Gameplay. Viel Spaß beim Ansehen! Willkommen bei Die Sims 4 an die Uni. Ja, ich habe gerade das Pack installiert, schon mal gestartet. Und ja, ich würde sagen, wir starten schon direkt ins Spiel. Hier sehen wir natürlich wieder die Spielbeschreibung, das kennen wir ja alle schon. Schauen wir doch direkt mal in Erstelle einen Sim-Modus. Für die Kinder und Kleinkinder gibt es ja leider gar nichts Neues, das ist aber auch gar nicht so schlimm. Es ist natürlich schade, aber es passt auch eigentlich gar nicht zum Thema, deswegen ist es schon irgendwie okay. Die hier fand ich ja im Trailer schon so gut. Jetzt haben wir sie auch endlich im Spiel. Ja, irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die Textur nicht ganz so hoch aufgelöst wie sonst. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht schlimm, aber im Spiel wird sowieso nicht auffallen, bloß hier im Erstelle einen Sim-Modus. Die hier kommt mir auch ein bisschen bekannt vor, aber die gefallen mir doch alle eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir hier auch mal so eine richtig schön lange Frisur, sowas hat irgendwie auch noch gefehlt. Die hier finde ich irgendwie auch ganz witzig. Make-up-technisch haben wir neues Make-up? Ich denke mal sehr stark nicht, aber wir können hier mal reingucken. Oh, wir haben doch neues Make-up. Ja, okay, die von Brightchester und Foxbury, das neue Make-up. Also meiner Meinung nach sind die neuen Oberteile doch alle relativ klassisch. Jetzt nichts ultra schickes, aber es ist natürlich auch einfach gut so. Das passt natürlich gut rein. Ich meine, an der Uni ist man jetzt auch nicht immer top gestylt, wenn man da hingeht. Das Outfit hier ist auch ganz cool. Von den Farbalternativen, die Farben sind eher so ein bisschen pastellig. Es wird so versucht, irgendwie alle Farben so ein bisschen abzudecken, was ich ganz gut finde. Ja, also es gab schon mal mehr Farbalternativen, aber mit denen kann man durchaus was anfangen. Das ist eigentlich doch auch relativ ausreichend doch. Dabei, das hier gefällt mir spontan sehr gut. Das hier finde ich ziemlich cool. Das hier werde ich vielleicht nicht ganz so oft benutzen. Die hier ist auch ganz cool. Das neue Sportoutfit für die Fußballer natürlich. Was haben wir denn hier? Okay, einmal, boah, die Hose finde ich echt cool. Warum haben wir so dermaßen viele neue Hosen? Ich glaube, das ist echt hier fast das Hosenpack für die Sims 4 einfach. Ich mag das auch, wenn man so ein bisschen so wirklich Stoff sieht. Das ist zwar nicht der Stil von die Sims 4, aber so ein bisschen finde ich das eigentlich immer ganz gut. Die ist jetzt nicht ganz so schick. Die hier ist cool. Doch, die gefallen mir eigentlich alle ganz gut. Ja, ist auch so ein... Auch von den Jogginghosen haben wir jetzt hier auch ein paar Variationen bekommen hier. Ich bin echt überrascht, wie viel hier doch dazugekommen ist. Und jetzt werden wir natürlich bei den Schuhen nicht enttäuscht. Da geht es jetzt genauso weiter. Mit ein paar neuen Schuhen haben wir bekommen. Die hier... Okay, also von den Farbalternativen, ist eigentlich alles so relativ... So ein paar Farben wurden immer mit reingebracht. Das ist doch ganz cool. Ist das... Was ist denn das? Oh je. Ich dachte erst, das wäre so ein Verband, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Neue Hosen und dann hier auch so neue Socken. Okay. Das haben sich ja alle drüber lustig gemacht, wie ich das Wort Piercing ausgesprochen habe. Zu Recht aber auch. Ich weiß auch nicht genau, warum ich das so komisch ausgesprochen habe. Aber jetzt haben wir sie, die Piercings, wie ich es im Video genannt habe. Ist auf jeden Fall eine Ergänzung, die jetzt dringend nötig war, aber jetzt haben wir sie auch mal endlich im Spiel. Warum auch immer es keine Nasenringe gibt, aber da kann man den Sims noch so ein bisschen mehr Persönlichkeit, finde ich, mit verleihen. Doch, also bisher bin ich eigentlich echt zufrieden. Schauen wir nochmal schnell in die Kombination rein. Da wären jetzt noch so ein paar... Ah, doch, doch. Ich wollte gerade sagen, jetzt hätten wir noch so ein paar mehr mit einem Muster gebraucht, aber es geht eigentlich. So. Doch. Irgendwie mag ich ihr Gesicht. Sie sieht so individuell aus, irgendwie so. So ein Sim bekommt man nicht so oft gefühlt. Und das neue Bestreben ist hier im Wissensbereich. Akademikerin natürlich. Das passende neue Bestreben. Und warum auch immer es kein neues Merkmal gibt. Es hätte sowas wie schneller Lerne oder so. Hätte doch jetzt super reingepasst oder irgendwas, was allgemein mit dem neuen Gameplay zu tun hat. Bisschen irgendwas Soziales oder so. Naja, dann halt nicht. Okay, ja, die Frisuren sind relativ ähnlich, die hier zumindest, wie bei den Frauen. Okay, die hier ist auf jeden Fall witzig, so ein bisschen aufgebauscht. Haben wir, glaube ich, auch nicht so mega oft, muss man sagen. Dann hier die mit dem Zopf, die finde ich auch
Eigentlich ganz cool, obwohl wir die so ähnlich schon mal hatten. Also die Frisur hier erinnert mich so ein bisschen an die aus Reich der Magie. Die hier zum Beispiel ist ziemlich schwarz, so hier. Und die hier ist eher so gräulich einfach. Das ist gar nicht so ein krasser Unterschied. Jetzt können wir ihm hier direkt so einen Helm geben, die natürlich jetzt auch neu sind. Wow, okay. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so lang ist. Kann sein, dass die Männer haben wirklich ein bisschen mehr Farbalternativen als die Frauen bekommen, warum auch immer. Hier sind es meistens so 3 Reihen, bei den Frauen waren es eher so 2. Okay, das hier ist ein cooles Outfit. Ehrlich gesagt, kommt es mir jetzt nur so vor, da habe ich das Gefühl, dass es bei den Männern so ein klitzekleines bisschen, die Outfits ein bisschen stylischer sind als bei den Frauen. Also damit kann man sich doch auch schon so in die Stadt trauen. So ist es ja nicht. Und an Hosen, die sind, glaube ich, auch bekannt. Das waren eigentlich alle von den Frauen. An neuen Merkmalen, was geben wir ihm da wohl? Er könnte ein Spinner sein. Und wir geben ihm jetzt auch einfach mal das neue Bestreben. Perfekt. Jetzt bin ich gespannt, wie? Ah, hier ist es schon, Brightchester. Ach, das Welten-Icon ist ja echt cool. Ich weiß auch nicht. Das ist jedes Mal so eine kleine Überraschung, aber das gefällt mir echt gut. Ich mag es sehr. Dann packen wir sie mal einfach hier nach Newcrest rein. Wir brauchen ja kein krasses Haus. Wir wollen direkt ab an die Uni. Da unten sehe ich doch auch schon ein neues Symbol. Das ist ja cool. Die haben die Gruppen mit den Organisationen zusammengepackt in ein Menü. Das kann man hier einfach umswitchen. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendein Haus platziert. Das Problem ist jetzt natürlich, über den Briefkasten kann man jetzt direkt sich um die Universität kümmern, aber ich denke mal, man braucht dafür ja auch so ein paar Voraussetzungen. Mal gucken, ob das irgendwas wird. Ja, wir haben einfach die nicht vorhandene Bewerbung direkt losgeschickt einfach. Die Universität wird sich die Bewerbung ansehen und Monika ihre Entscheidung in den nächsten Tagen per Post zukommen lassen. Ein paar Sekunden später. So, wir haben Post bekommen. Schauen wir doch mal rein. Ich hoffe es. Wir wurden einfach jetzt angenommen. Oh, okay, das klingt auch gut. Uni-Zulassungsbescheid. Okay, da haben wir es geschafft. Aber nur hier unsere Monika wurde angenommen. Universität von Brightchester und das Foxbury-Institut. Wo wollen wir denn jetzt mal hingehen? Und was will sie denn überhaupt? Ich habe mir jetzt natürlich bei der Erstellung nicht ganz so viele Gedanken gemacht, was sie denn werden soll. Ich glaube, sie ist eher so auf der künstlerischen Seite. Also gehen wir nach Foxbury. Naja, du kannst ja auch nichts. Wir haben dich gerade erst erstellt. Also kannst du froh sein, dass du überhaupt angenommen wurdest. Okay. Das wird lustig. Jetzt können wir natürlich unsere Studienprogramme wählen, die wir machen wollen. Es gibt natürlich wirklich viel zur Auswahl, muss man sagen. Theaterwissenschaften klingt cool. Ach, aber ich glaube, wir machen Geschichte. Wir müssen unsere Vergangenheit verstehen, um weiter voranzukommen. Im Studienfach Geschichte werden unter Zuhilfenahme von historischen Persönlichkeiten und Ereignissen unser modernes Zeitalter und die wichtigsten Entscheidungen in der Geschichte analysiert. Du verbesserst deine Charisma, Logik, Forschungs- und Debattierfähigkeit. Dann machen wir das Ganze mit 4 Kursen. Wir nehmen einfach alles, was geht. Und so, außerhalb des Campus. Was ich nicht ganz verstehe, warum kann man denn zu Hause studieren? Das ist irgendwie doch so ein bisschen merkwürdig. Wir nehmen uns so eine Unterkunft. Ja, das passt alles. Okay, wir können uns natürlich auch einen Kredit nehmen, aber wenn man sich den Betrag mal anguckt, den ich hier unten in kurzer Zeit zusammengespart habe, können wir das natürlich aus der Haushaltskasse bezahlen. Ehrlich gesagt, cheat ich sonst ja nicht so gern, aber was geben wir ihr denn mal? Wir packen ihr nochmal 2000 rüber, das passt doch. So schnell geht es in die Sims 4, da wären wir ja auch schon. Okay, wir haben einen Mitbewohner, den Cameron. Ich habe jetzt hier einfach mal das ein bisschen modernere Viertel ausgewählt, beziehungsweise die bisschen modernere Region auf jeden Fall. Irgendwie ist es wirklich immer ein krasses Gefühl, dann alles selber im Spiel zu erleben, anstatt es immer nur in irgendwelchen Videos zu sehen. Man kann sich frei bewegen. Das ist einfach dann nochmal was komplett anderes. Hier wäre noch die andere Unterkunft gewesen. Was haben wir hier noch so? Das sind auch alles Rabbit Holes. Okay. Ich glaube, wow, ja, hier gibt es nicht ganz so viel, was man hier tun kann.
Schade, dass wir hier in Foxbury keine Gemeinschaftsgrundstücke haben, aber das ist ja nicht so schlimm. Schauen wir doch mal unseren Stundenplan an, der wirklich gefüllt ist. Okay, ehrlich gesagt ist das gerade ein bisschen unübersichtlich. Ach so, okay, jetzt müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen. Die haben wir doch bestimmt im Inventar. Ja, wir haben direkt alles bekommen. Das ist ja cool. Uni-Zulassungsbescheid, ich glaube, der bringt uns jetzt auch nicht so viel. Sie macht hier gerade schon was. Ah, sie macht hier schon direkt ihre Hausaufgaben. Wie auch immer das gehen kann, wenn sie noch nirgends war. Aber sie legt hier einfach schon direkt los, was auch immer sie da macht. Sie wollen anscheinend noch ein paar mehr Sims mit uns plaudern. Ja, freundlich vorstellen. Sind wir mal freundlich zu unseren Mitbewohnern. Das hier finde ich ganz gut. Bett zuweisen. Machen wir das doch mal. Das ist jetzt unser Zimmer. Wir haben keine Mikrowelle. Es gibt ja auch logischerweise keine Küche und nix. Natürlich, bei dem Betrag kann man jetzt ordentlich hier alles einrichten, aber wir spielen jetzt einfach mal trotzdem so ein bisschen arm. Eine Mikrowelle wollen wir haben. Wir können uns natürlich auch so einen Mini-Kühlschrank holen. Wir langen jetzt hier einfach mal zu und eine Wellenschleuder. Das klingt zwar nicht so lecker, aber besser als gar nichts. Ich dachte gerade, es wäre einfach ein Fenster. Wir kaufen uns hier einfach mal an dem kleinen Shop ein Fenster. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Gut. Sollen wir ihn einfach hier hinstellen? Es interessiert ja sowieso keinen Sim, wo wir ihn hinstellen. Packen wir unsere Sachen mal hier hin. Ist das hier wirklich Rasen an der Seite? Ist einfach Rasen, der nach oben wächst. Können wir noch weiter unsere Hausaufgaben machen, oder? Okay, wir können Hausarbeiten erledigen. Wir sind einfach mal fleißig, direkt am ersten Tag gleich. Man kann hier ja baden, das finde ich auch eine geile Ergänzung. Das muss man unbedingt erwähnen. Es ging ja vorher nicht. Hier hinten ist es zu weit, aber hier lässt sich einfach herumschwimmen. Das wird jetzt wahrscheinlich hoffentlich in jeder Region so sein, aber das ist doch irgendwie ein ungewohntes Bild. Beeil dich mal lieber, bevor du jetzt hier noch umfällst. Nee, jetzt setz dich mal hin und sei noch fleißig. Das hier müssen wir noch machen. Was ich vergessen habe, hier im letzten Update wurde die Übersicht der Betten auch überarbeitet. Jetzt kann man hier sehen, welcher Sim hier drin schläft und auch bei einem Doppelbett kann man das dann für beide Sims sehen. Das ist doch eigentlich ganz cool. Hey, jetzt sagt uns das Spiel offiziell nochmal, dass jetzt Semesterbeginn ist. Ich dachte gerade, du wärst einfach jetzt schon halber zu spät gekommen, aber was? Magst du jetzt einfach schneller laufen? Müssten uns natürlich jetzt theoretisch auch ein Fahrrad holen. Das wäre hier natürlich auch besonders cool. Ich dachte gerade wirklich, dass sie vor dem Haus einfach ins Nichts verschwindet. Aber wenigstens geht sie noch zum richtigen Gebäude. Das ging schnell. Was? Auch? Was passiert gerade? Das war verwundert. Ist sie einfach wieder rausgegangen? Okay, Monika hat genügend gearbeitet, um den Kurs mit einer respektablen Note abzuschließen, aber einige Studenten scheinen proaktiver gelernt zu haben. Allerdings glaubt sie trotzdem, dass sie ihre Endnote verbessern wird. Dann ist doch gut, ja. Erstmal hier mit den Wasserbomben rumschmeißen, aber ich find's cool. Irgendjemand muss ja auch diesen Wassereimer hier hingestellt haben, obwohl der ja eigentlich gar nicht zur Erweiterung gehört, also wurde hier für Leute, die halt Jahreszeiten installiert haben, darauf geachtet. Das ist doch eigentlich echt ganz, ganz nett. Unsere Statue wurde beschmutzt. Das müssen wir doch sofort sauber machen. Kümmer dich doch mal drum. Warum möchtest du denn nicht in dein eigenes Zimmer? Warum setzt du dich denn hier immer in die anderen Zimmer rein? Das wäre mir doch relativ unangenehm, wenn ich in mein Zimmer komme und da irgendeine fremde Person sitzt. Wow, das sieht ja von außen doch wirklich ganz süß aus. Das ist echt ein cooles Gebäude. Ja, okay, von innen hat sich das gerade ein bisschen wieder gemäßigt, aber sollen wir hier einfach. Wow, da sind ja richtig, hier sind ja richtig viele Leute da. Spielen wir doch einfach mal mit der Mila hier einfach ein bisschen Tischtennis. Kann man hier auch Saftpong spielen? Wir könnten auch Saftpong spielen, aber es ist unter der Woche. So viel Vitamine sind nicht gut. Oh. Der Ball sieht ja witzig aus. Endlich haben wir wieder ein paar neue Gameplay-Objekte irgendwie bekommen. Ich weiß nicht, das. Eigentlich ist es total unnötig, aber eigentlich ist es immer ganz cool, wenn auf jedem Grundstück mal irgendein anderes Objekt steht, mit dem man einfach interagieren kann.
Sims ein bisschen beschäftigen kann. Das bringt ihr hoffentlich ja um ein bisschen... Nein, nicht wirklich. Doch, jetzt. Ich dachte gerade, so Tischtennis ist ja doch eigentlich ganz spaßig. Oh, da hinten ist die Burg aus dem Trailer. Ja, man kann mit ihr absolut nichts machen. Aber sie sieht cool aus. Oder? Sieht sie das? Ja. Das war es mit dem ersten Teil meines An die Uni Eindrücke-Video. Den nächsten Teil mit Baumodus und noch mehr Uni-Gameplay gibt es dann demnächst. Wie fallen eure ersten Eindrücke aus und was stört euch aktuell? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.